Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist euer Andy von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing Video. Heute mal was ganz Besonderes, es ist ziemlich groß und es hat nur indirekt etwas mit Spielen zu tun. Ich packe es einfach mal sofort aus, dann seht ihr auch was es ist. Es ist nämlich echt riesig. Hier, seht ihr mal, so lang ist es, ne? Unglaublich, oder? So, und ja, ich nehme mir einfach mal meine Schere zur Hand und dann mache ich das Ding hier einfach mal auf. Ich hoffe, dass ihr das soweit alles erkennen könnt und dass auch alles ins Bild passt, weil es doch recht viel ist und recht lang. Es hat auf jeden Fall etwas zu tun mit der Serie Devil May Cry. So, ich muss mal kurz gucken. So. Mit Devil May Cry, wie gesagt. So, wir machen das mal auf. Ich zeige euch auch gleich einfach mal ins Bild, so, weil ich glaube, das kommt nicht wirklich auf die Kamera oder ins Bild. So, hier im Karton ist dann also noch ein Karton drin, wie ihr hier sehen könnt. Und diesen Karton kann man hier auch aufschneiden an den Seiten. Zack, zack, zack und zack. So, dann legen wir den mal hin. Beziehungsweise ich richte jetzt mal noch mal kurz die Kamera aus und dann mache ich das Ding mal an. Okay, so. Hier ist also dann der Karton, der im großen Karton drin war. Ich hebe das jetzt einfach mal an und dann gucken wir uns mal an, was da drin ist. Tada! Es ist nämlich ein Schwert. Ich habe mir ein Schwert bestellt und zwar ist das hier das Schwert von Dante aus Devil May Cry. So sieht das gute Stück aus. Ich hole es mal raus. Boah, es ist richtig schwer. Richtig, richtig schwer. Es war im Angebot bei www.swordsandmore.de und ja, da konnte ich eigentlich nicht widerstehen, als im Endeffekt zu sagen, ja, will ich haben. Und hier ist das gute Stück. So groß ist es und es ist wirklich, es ist extrem schwer. Sieht auf jeden Fall super geil aus, ist super gut verarbeitet, hat hier Leder, Einband im Griff. Wie ihr sehen könnt, die Klinge ist aus Edelstahl, ist auch recht scharf, muss man sagen. Und ja, ist auf jeden Fall ein echtes Schwert. Also es ist jetzt nichts aus Plastik, was man sich irgendwie mal auf dem Drillmarkt kauft oder so. Nein, das ist schon ein echt geiles Stück. Und ja, gehört wie gesagt zu Devil May Cry. Das hier kann ich sogar bewegen. Und war halt bei Swords & More im Angebot. Ich habe jetzt dafür 29 € bezahlt und ich finde, für den Preis kann man echt nichts sagen. Ist ein richtig geniales Teil. Ja, und hier dann nochmal die Klinge in voller Montur. Ich stehe gerade, habe die Klinge jetzt in der Hand und sie misst ungefähr, ich glaube, bei der Bestellung hieß es 116 cm. Und die ist ein bisschen kleiner als das Original, habe ich jetzt im Internet erfahren. Aber nicht minder schwer, auch nicht minder genial. So sieht das also aus. Ich weiß noch nicht, wohin ich es tun werde. Ich habe es echt, es war ein Spontankauf, weil ja, ich spontan auf die Seite gekommen bin und auch spontan gesehen habe, dass die da das Devil May Cry Schwert als Replika für günstige 29,95 € oder 99 € anbieten. Ja, das wollte ich euch zeigen, hat wie gesagt nur indirekt etwas mit einem Spiel zu tun, sondern gehört zur Serie Devil May Cry von Capcom und ist ein richtig geiles Teil. Mein Arm wird auch mittlerweile schon müde, von dem Schwert hier. Kann ich echt nur empfehlen. Ich werde mal den Link in die Beschreibung packen. Ihr müsst nachher natürlich 18 sein, wenn ihr euch das Ding hier bestellen wollt. Ansonsten, ich kann es echt nur empfehlen. Ein grandioses Ding. Und ich werde mir jetzt einen schönen Platz dafür suchen, wo ich mir das aufstellen, hinhängen oder was auch immer kann. Geiles Teil. So, das war's von mir für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat mein Video mit diesem genialen Schwert gefallen. Ja, ich werde mich demnächst wieder zurückmelden mit einem neuen Video. Ich habe ja auch meine 500 Abonnenten geknackt. Ich weiß nicht, was ich verlose. Das Schwert vielleicht, wer weiß. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zockerzeit. Habt Spaß mit dem, was ihr macht. Adios und bye bye.